Herzlich willkommen zu einem Infovideo des Zuckerzembers. Zuckerzember ist so ein Cringe-Name, aber egal. Herzlich willkommen wieder zurück und nach einer langen Pause wieder auf meinem Kanal. Schön, wie es reden. Ich will jetzt erklären, warum eine Pause gab. Ich will euch erklären, was so in diesem Zuckerzember kommen wird. Von meiner Seite, ich bin ziemlich gespannt darauf und es kommen noch zwei andere Infovideos. Ein Infovideo wird ein Stundenvideo, denke ich mal. Ich will über dieses Jahr noch reden. Das wird wahrscheinlich am 31. passieren. Und wahrscheinlich noch am 17., 18. sollte noch was zu Artikel 13 kommen. Vielleicht von mir, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Wir sehen uns darauf. Aber noch ein Vorwort. Um 16 Uhr kommt noch ein Video. Deswegen seid gespannt und freut euch auf diesen Monat. Ich bin echt ziemlich gehypt, weil ich kann ankündigen, diesen Monat kommen 2 bis 1 Videos pro Tag. Bedeutet, ich lasse nichts aus, ich werde mich so richtig reinhauen, weil Dezember wird auch chilliger für mich mit Schule. Da geht es nicht so krass, Lehre ging jetzt auch in den Stoppmodus bei uns. Und ja, ich freue mich. Und es ist was Tolles, fast ein Jahr together alone. Und ja... Und ja, beginnen wir, warum erstmal diese fast einmonatige Pause war. Ich habe Besuch gekriegt aus Weißrussland. Meine Familie kam für 3 Wochen und da habe ich immer noch Videos gemacht, 2 Wochen lang. Und dann die letzte Woche ging es mir nicht gut und es war schon scheiße. Und ja, ich habe aber versucht, da auch noch was zu machen und war ich unmotiviert. Da was zu machen, weil, ja, Familie war da, ich hatte jetzt nicht so Lust, am PC ganz zu denken, um Videos zu produzieren, als mit meinem, vielleicht ein bisschen mit meiner Familie zu labern. Ja, wir haben trotzdem nicht so viel gelabert, wir hatten so coole Spiele, Sachen hier gemacht und, ja, dann gab es auch bei uns ein kurzes Internet weg und, ach, ja, Internet, heutzutage, 1 und 1, 1 und Bambus auch, gerne genannt. Egal, dann würde ich sagen, wollte ich noch sagen, boah, ich kann nicht reden. Ihr kennt ja mich, ich kann nicht reden. Boah. Nach dieser Phase wurde ich richtig krank, da hatte ich eine Grippe, Erkältung, wurde ich auch getroffen, vielleicht auch andere Leute von euch, beim Arzt saß ich 5 Stunden, deswegen habe ich mit Saint auf Sainties Discord mich beschwert, dass es immer so lange dauert, einen Arzt besucht, dass man schon nicht so, ja, cool, 1 Stunde da sitzt, schon 5 Stunden. Ich bin da für 9 Uhr hatte ich einen richtigen Termin, keinen dahingeschobenen Termin. Um 9 Uhr hatte ich einen richtigen Termin, aber wurde erst so um 13, 14 Uhr drangenommen, aber ja. Ärzte heutzutage, ist nicht schön. So, dann gab's nach dieser Erkältungsphase auch wieder eine Anti-Motivationsphase, auch Internet wegen. Internet war weg und es war kompliziert halt und ich hatte keine Lust. Ich habe mit Tobi gequatscht, aber ich habe nicht die Lust gehabt, mit Videos wieder zu beginnen. Und habe ich gesagt, komm, ich mache eine Pause. Eine Pause ist immer schön verdient, wenn man täglich Videos gemacht hat, einen kompletten Sommer lang. Okay, so einen halben Sommer. Herbst, Sommer. Es ist schon kompliziert, wie eine Pause zu machen, ist wunderschön. Und ja, dann kam ich die Phase, wo ich motiviert wurde, weil ich sagte, oh geil, ich habe jetzt richtig Bock auf Zelda 1 und auf Paper Mario. So, let's go, machen wir was. Dann habe ich vorproduziert und darum wurde ich wieder krank und dann kam ich nicht dazu, wieder was hochzuladen. Ich muss kurz die Musik switchen, fällt mir gerade so ein. Ich ging viel zu schnell um und... Ja, hier, so. Hab mir schon vorbereitet, so. Und, ja. Ich wurde wieder krank, hab eine Nebenhöhlenentzündung vorletzte Woche gekriegt und... Ja, war dann deswegen auch down und... NTV schreibt mir gerade an, Riss an dich. Da kommt auch noch was Cooles. Ich habe die letzte Woche war was geschnitten, aber jetzt will es nicht rendern und ich dachte mir so, okay, diesen Monat mache ich doch nicht dieses Projekt. Dann kommt am Ende der Woche ein cooles Infovideo und ein cooles Video von Saint TV auf meinen Kanal. Ich habe schon mal ein Video gemacht, vielleicht
Kennt ihr es noch? Und ich freue mich schon auf dieses Together Zimmer. Together Zimmer, oh mein Gott, dieser Name. Ah, egal. So. Ja. Sitze ich hier nach dieser Krankphase, habe ich eine Woche lang was geschnitten, wollte mich jetzt sagen, komm, Anfang Zimmer, erstes Monat, kommt ein Info-Video und um 16 Uhr ein Video. So. Ich freue mich. Und ja, und zu dem Quiz, das Gamer-Quiz, wollte ich nur sagen, es kommt jetzt einmal pro 2 Wochen, jede zweite Woche, am Freitag 19 Uhr, wie immer. Und ja, halt jetzt nur die zweite Woche, weil es schon nervig gewesen, ja, so auf Zwang einen Termin zu suchen, dann auf Zwang zu schneiden. Ich will es chilliger machen, aber auch krass. Reinhauen diesen Monat und das werde ich auch machen, Leute. Und wenn euch das gefällt, das ein Like da. Und Grüße an dich, Saints, dass du mich nochmal anschreibst. Und ja, wir sehen uns. Bis dann und ciao, euer Marc.